Alle kennen den Stefan Lambiel, der Schweizer Eiskunstläufer. Und in dem Sinn Schatten hat ein anderer Eiskunstläufer eigentlich seine ganze Karriere müssen bestritten. Der Jamal Ottmann, nämlich fünfmal ist er Silbermedaille gewonnen worden an der Schweizer Meisterschaft. Immerhin, er darf sich Schweizer Meister nennen, weil einmal hat er den Titel geholt im Jahr 2009, weil der Lambiel hier gar nicht gestartet ist. International die Bestrangierung hat der Jamal Ottmann im Jahr 2007 erreicht. Hier ist er an der Europameisterschaft 8. geworden. Man sieht hier einen Ausschnitt, einen kurzen aus seiner Kür. Ottmann, sein Vater stammt aus Malaysia. Und dorthin hat es ihn jetzt wieder gezogen. Und zwar, man höre und staune, immer noch in Sachen Eiskunstlauf. Sunway Lagoon in Kuala Lumpur, Malaysia. Vergnügungspark, Einkaufszentrum und ein Ort, an dem sich Jamal Ottmann oft aufhält. Nicht zum exklusiven Shopping, sondern zum Arbeiten. Denn in diesem Einkaufszentrum befindet sich die größte Eisfläche Malaysias. Und hier im Café neben dem Eis begann vor 3 Jahren sein neues Abenteuer. Als Nationaltrainer. Also zuerst, was ich mich jetzt daran erinnere, ist mein erstes Treffen mit meiner Arbeitgeber. Habe ich mich hier getroffen und sie ist schon 1,5 Stunden spät gekommen, bevor ich sie das erste Mal gesehen habe in meinem Leben. Das sind so kleine Sachen, wo man gerade sofort merkt, ja, man ist nicht mehr anders. Man fährt von vorne an etwas ganz anderes. Und auf dem Eis hat es natürlich viele Sachen gegeben. Die Kinder hatten alle zu grosse Schläfe. Die Schläfe sind so geschliffen, dass sie kaum mehr laufen konnten. Niemand geht in den Tanzunterricht. Man ist wirklich einfach in einer komplett anderen Welt. Eine Welt, in der Eislaufen exotisch ist. Weit weg von einer sportlichen Tradition. Wo das Eis bisweilen eine abenteuerliche Qualität aufweist. Trotzdem ziehen hier 70 aktive Eiskunstläuferinnen und Läufer ihre Bahnen. Die Ambitionierten unter Anleitung des Nationaltrainers. Ja, ich bin schon vor langem mal angefragt worden, als ich selber noch gelaufen bin, um nach Malaysia zu kommen, weil halt mein Vater von Malaysia ist und das die Leute natürlich herausgefunden haben. Und als ich nachher aufgehört habe und zudem auch der Malaysische Eislaufverband ist in die ISU gekommen, habe ich mir natürlich gesagt, das ist eine einmalige Chance, das kann ich jetzt in meinem Alter machen, wenn ich flexibel bin. Und habe dann natürlich sofort zugegriffen. Seit Malaysia Mitglied beim Internationalen Eislaufverband ISU ist, träumen schon die Kleinen den großen Traum von Weltmeisterschaften und Olympischen Spielen. Und ihr Nationaltrainer will helfen, ihn zu verwirklichen. Noch hat es niemand an die ganz großen Wettkämpfe geschafft. An Geld mangelt es nicht. Eiskunstlaufen ist in Malaysia elitär. Und nur wohlhabende Eltern können ihren Kindern diesen Sport ermöglichen. Die Frage ist also eigentlich nur, sind sie sportlich gut genug? Dieses Wochenende fanden in Malaysia die Landesmeisterschaften statt. Im Einkaufszentrum. Und siehe da. Sie machen ihre Sache richtig gut. Bei den Seniorenherren hat es etwa 10 Dreifache gegeben in dieser Kür. Was also wirklich schon verglichen mit vor 3 Jahren extrem viel ist. Dann hat es vielleicht einen gegeben. Und Mosi hat geschafft. Und es ist wirklich der Umstand entsprechend stimmt es auf jeden Fall. Ich bin eigentlich wirklich sogar überrascht. Also, sie haben sich Mühe gegeben und bin stolz auf sie. Die jungen Eislauf-Enthusiasten in Kuala Lumpur haben unter ihrem Nationaltrainer schon einiges erreicht. Und gleichzeitig hat er noch viel zu tun. Jamal Ottmann in Malaysia.